So, und jetzt werden Bäume gefällt. Nach den 2 Stunden Crafting hier. So, und danach gehe ich, glaube ich, wieder in die Höhle rein. Ich meine, darum geht es ja auch in Terraria, ne? In Höhlen reingehen und so weiter. Ah, Bäume fällen. Yeah! Und ich weiß sowieso, dass ich wieder was Falsches gecraftet habe. Weil das mit der Spitzhacke bestimmt irgendein Mist war oder so weiter. So. Also ich muss euch auch mal gerade sagen, so in meinem Zimmer sind gerade gefühlte 40 Grad. Das ist, mag ich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich habe hier so eine richtige, ja, keine Ahnung. Ich sehne mich nach Oasen, kann man sagen. Also das ist, in meinem Zimmer ist gerade wirklich viel zu warm. So, geht kaputt. Danke. Ach komm, jetzt ist er zu weit weg. Das will ich ihm jetzt auch nicht antun. So, und diese kleine Insel hier mit den beiden Bäumen oben drauf, die muss erstmal verschwinden. Die mag ich nicht. Die sieht hässlich aus. Ich mag keine fliegenden Inseln, egal ob bei Minecraft oder bei Terraria oder bei wo auch immer. Fliegende Inseln sind in der Regel relativ unrealistisch und ich hab's halt gerne mal realistisch. Finde ich immer ganz nett. Wobei, es muss ja nicht bei jedem Spiel realistisch sein, ne? Also ich meine jetzt so ein... Ich weiß jetzt nicht. Welche Spiele sind denn unrealistisch, die ich momentan spiele? Ja, Terraria eigentlich schon, ne? Also es muss nicht so realistisch sein, ne? Aber so gewisse Grundzüge und Prinzipien müssen da schon realistisch sein. Finde ich jetzt. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein. So. It's Hammer Time! So, die Insel ist jetzt auch schon fast verschwunden. Nur noch ein paar Blöcke im Background. Ah, ich find die Musik von Terraria immer noch schön. Ich überlege gerade, ob ich mir hier so eine riesige Platte rüberziehe. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. Ach, ich weiß gar nicht, ob man meinen Cursor sieht, ne? Wegen den Fraps-Einstellungen. Und das ist jetzt doof, ne? Habe ich vorher gar nicht überlegt. Du überlegst sowieso niemals. Denn so. Jetzt haben wir wieder ordentlich Blöcke. Blöcke. Ich glaube, ich wage mich jetzt mal gleich in die Korruption des Landes. Ach, komm. Was muss hier rauskommen? Yeah. Ich bin so gut. Ja, ganz enorm. Ich bin so gut. Ja, ich bin enorm. Wie ging das nochmal bei SpongeBob? Ich bin so gut. Ja, ganz enorm. Ich bin so gut. Ich bin in Form. Ne, irgendwie so ging das. Aber SpongeBob ist natürlich auch eine sehr geile Sendung. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich finde diese Sendung einfach nur richtig cool. Und ich glaube, da stehe ich auch nicht ganz alleine da. So. Genau, die Schneeblöcke, die Dirtblöcke muss ich noch wegmachen. Um Schnee zu platzieren! So. Ab in die Kiste. Ihr dummen Items. Ach doof. Jetzt braucht Schnee schon 2 Plätze, ey. Hä, was ist das denn? Dirtblock? Clayblock. Ach so. Sehen so gleich aus. Ne, da ist Dirtblock, genau. So, wenn ich jetzt zur Corruption gehe, was brauche ich dann alles noch? Munition, Schurken, Wood. Wood needed. Ja, eigentlich brauche ich nicht mehr, ne? Nur das, was ich im Inventar habe. Moment. Haben wir noch ein paar flammende Bogen. So. Ich könnte mir vielleicht noch ein paar mehr Fackeln machen. Das wäre, denke ich, noch ganz praktisch. So. Fackeln! So, zack, zack. Und dann, was brauche ich dann noch? Die Dinger wollte ich noch machen. So, 30 Stück sollten fürs Erste reichen. Mal kurz nach hier unten gucken. Nee. Das war's. Das heißt, ich kann jetzt die Dinger und das Holz da rein liefern. Und auf... Na, egal. Aufgesammelt und auf geht's zur Corruption. Auf nach Mexiko, wo alle korrupt sind. Ich will den Vogel treffen. Nein. Nein, ich habe Speed verloren. Egal, den kriege ich noch.
Komm, der fliegt jetzt irgendwo gegen. Scheiße. Gott, das ist unfair. Oh. Ja. Nein. Ja. Wuhu. Ich weiß nicht, wieso ich es mache, aber ich hasse diese Vögel. Ihr kennt doch diese Situation, wenn man zum Beispiel ausschlafen will und dann ist da ein Vogel draußen am Fenster und macht die ganze Zeit. Und deswegen hasse ich Vögel. Nein, natürlich nicht wirklich, aber. Aber ich hasse sie. So. Oh Gott, ich glaube, gegen diese Monster zu kämpfen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wie heißen die nochmal? Eater of Souls. Die ziehen mir doch schon relativ viel. So, ein bisschen sterben. Na, 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 komm her, na, komm her. Also, was das Team einfach für Probleme hat, ne? Oben, 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 unten, oben, unten. Stößt einfach nur überall gegen. So, das hier kann ich ja jetzt mal wegmachen. Alter, wie lange braucht man, um Holz abzubauen? So, ein tiefer, dann kann ich das hier auch abbauen. Aua. Los, 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 weg hier, nein! Alter, fickt euch, ihr scheiß Zombies. Boah. Alter. Ja, super. Und wie schaffe ich das jetzt? Legendary Copper Pickaxe, cool. Ah, toll, ey. Jetzt habe ich so ein Krüppelschwert. Ich hoffe, ich schaffe das bis dahin. Weil ich denke, die Items werden auch... Oh, lol. Ich denke, die Items werden auch irgendwann die Cane, ne? Hm. Na, zum Glück habe ich keine wertvollen Sachen mitgebracht. So, hier rüber. Ja, ja, Zombie, du bist jetzt mal scheißegal. Ja, komm. Deine Artgenossen haben mich getötet, also sei still. Oh. Ja, kommt gleich das nächste Zombie an. Super. Finde ich voll nett von denen. Echt? Ja, und jetzt kommt auch noch ein Auge an. Habe ich auch. Ne, habe ich keine Probleme mit. Ja, aber das findet nicht hier rein. Aha. Loser! Aber wenigstens sind die Zombies jetzt weg. So. So, weg mit dir. Und jetzt ist mal Inventar sortieren. Wundenswort. Ja. Wundenswort ist besser. So. Gehst jetzt mal jetzt weg. Alter. Willst du dich doch verarschen, oder? So, geht doch. Legend... Nee, ich glaube... Ja, genau. Die Iron Pickaxe ist besser. Alter, da links oben im Bildschirm hier. Das sind gerade drei Augen. Oh mein Gott. Die kommen jetzt dahin. Forceful Copper Axe. Okay, das dahin. Das dann dahin. Das dahin. Der Block da. Ja, das Holz kann einfach dahin. Ach ja, genau. Accessoires auch noch. Und das Gel. Ja, okay. Alles klar. Dann. Ich glaube, es ist nicht die beste Idee, in der Nacht in die Corruption zu gehen. Was war das hier gerade oben? Ach so, Demon Eye. Ja, habe ich kein Problem mit. So, jetzt verarsche ich hier erstmal die Augen. So, bleib ich einfach mal hier stehen. Mal gucken, was passiert. Ich krieg bestimmt kein Damage. So, ich will diese scheiß Augen töten. Ich will die nicht mehr in meinem Auge haben. So. Weg da, weg da. Weg da. So, weg, 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 weg. Die Augen sind hier voll einfach, weil die eben halt hier kein... LOL, LOL, ich hab noch 19, 16, scheiße. Geh weg, du Scheißvieh. Oh Gott. Ich trau mich auch nicht. Nein! Oh Gott, das war knapp. Oh oh. Also ich komme ja nicht mal außerhalb der Corruption klar. Oh, das war knapp, das war echt knapp. Man hört wahrscheinlich die ganze Zeit mein Klicken, ey. Alter. Wie viel Leben hat das Vieh noch? 30. Oh Gott. Ich gehe da nicht runter, ehe ich 30 Leben habe. Das Schlimme ist, ich kann mich hier auch gar nicht zubauen oder irgendwie sowas. Und kurz abwarten. Oh, ja, ich habe Leben bekommen.
Komm. Stirb. 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 Ich hab gesagt, stirb. So. Geht doch. Oh Gott. Also, wie soll ich denn hier unten gegen diese fetten Viecher ankommen? Oh oh. Dick! Oh Gott! Scheiße! Alter. Ich glaub nicht, wie ich mich das. Ich glaub nicht, wie man. Ich krieg ja schon keinen Satz mehr hin. Alter, wie diese Viecher mich abfacken. Jetzt habe ich wieder nur diese scheiß Standardausrüstung. Das kann's doch nicht sein. Ist mir ehrlich. Jetzt bin ich schon viermal oder so gestorben. Ah ne, hier unten geht's ja nicht lang. Boah. Nee, nee, nee. So macht das Ganze doch keinen Spaß.